Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum zweiten Part unserer fünfteiligen Videoserie. Ich hatte am Ende des letzten Videos schon kurz erklärt, worum es in diesem Teil gehen wird. Nur für euch zur Erinnerung, in diesem Teil wollen wir euch zeigen, wie wir Google Analytics einbauen, WordPress anpassen, das heißt das Design anpassen, also auch Inhalte einfügen und unser Social Media Tool starten. Viel Spaß! Danke für die nette Erklärung. Weiter geht's direkt mit dem Gmail-Konto. Ich habe hier ein ganz frisches Konto angelegt, kochrezeptebuch.de. Das braucht ihr, um einen Google Analytics Account anzulegen. Und das machen wir jetzt auch direkt. Dafür gehen wir auf Google Analytics, indem wir es eingeben bei Google oder über die Subdomain. Ich markiere die mal hier eben für euch. Und zwar analytics.google.com. So, wenn ihr auf dieser Seite dann gelandet seid, geht ihr auf Anmelden und gebt die erforderlichen Daten ein. Kochrezeptebuch, Name der Website, Kochrezeptebuch, die URL wieder mit www, wichtig, kochrezeptebuch.de, Branche, Lebensmittel und Gastronomie, die Zeitzone auch Deutschland, auch wichtig, wenn ihr das nicht macht, dann erhaltet ihr falsche Daten, das passt alles. Und dann geht es direkt auf Tracking-ID abrufen. Hier müsst ihr die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Dann müsst ihr oben noch natürlich für euer Land die richtigen auswählen. So, und dann auf Ich stimme zu. Und unmittelbar danach erhaltet ihr euren Tracking-Code. So, hier ist er auch schon. Hier oben habt ihr die Tracking-ID, ja, diese, hier kommen jetzt irgendwelche Fenster, die könnt ihr alle mal wegklicken. Diese Tracking-ID, ja, das heißt Universal Tracking-ID, ja, diese hier, die braucht ihr, um eure Website und Google Analytics zu verbinden. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und zwar gehen wir dafür, habe ich das schon vorbereitet, auf eure Seite, Kochrezeptebuch, WP Admin, das habt ihr im letzten Video gesehen, wie man da drauf zugreifen kann. Geht dann in die Sparte Plugins, installieren und sucht nach Google Analytics. So. Da nehmen wir auch gleich das erste Plugin, und zwar aus dem, oder mehreren Gründen. Zuerst mal ist ein gutes Rating, 4 Sterne, solltet immer Plugins oder wenn ihr Plugins benutzt, dann Plugins installieren, die wirklich eine gute Reputation haben. Ja? Also 500.000 aktive Downloads, das ist schon auf jeden Fall eine gute Zahl. Also alles über 50, 60, 70.000 kann man sich mal anschauen. Gehen dafür auf Installieren. Aktiviere dieses Plugin und gehen dann dafür, um das einzustellen oder das einzurichten, um diese ID einzugeben, auf Einstellungen, Google Analytics. Und wie ihr hier seht, es gibt nur eine Zeile, man kann überhaupt nichts falsch machen. Man geht zurück auf sein Konto, markiert hier, copy-pastet die ID und geht auf Änderungen übernehmen. Und das war's auch schon. So, der nächste Teil ist es, das Menü anzulegen, die Menüstruktur festzulegen. Wie ihr seht, ich habe hier schon was vorbereitet, Fisch, Fleisch, vegetarisch. Wenn ich draufklicke, da kommt jetzt noch nichts. Aber wir werden das so machen, dass ihr quasi eure Kategorien hier oben in die Menüleiste nehmt, und wenn ihr dann drauf geht, dann habt ihr natürlich eben nur Fisch oder Fleisch, relevant zur Kategorie Fotos von euren Gerichten. So, um das alles einzustellen, gehen wir in unser WordPress Backend. Ich bin schon eingeloggt. Gehen dafür auf Beiträge, Kategorien. Ihr seht hier Fisch, Fleisch, das sind die Menüpunkte, die ihr vorhin gesehen habt. Name, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie man das macht am besten. Name ist zum Beispiel Karotten. Ja. Und der Permalink ist dann auch Karotten, nur klein geschrieben. Ja, das ist ganz wichtig. Permalink ist in eurer Webseite der Phrase nach dem Slash, also sprich das hier, ich habe es euch markiert, kochrezeptebuch.de/Karotten. Darunter wäre jetzt diese Kategorie zum Beispiel zu finden. Ja?
So, dafür gehen wir dann auf neue Kategorie erstellen und wie ihr seht, Kategorie wurde erstellt. So, um die Kategoriepunkte, die wir jetzt festgelegt haben, in die Menüleiste zu bekommen, ja, so wie hier, wie ihr seht, dafür gehen wir zurück auf Design, Menüs und hier seht ihr schon, hier links aus dem Kasten könnt ihr auswählen, was ihr möchtet. Also ihr könnt natürlich hier Seiten festlegen und diese als Menüelemente nehmen, Beiträge, Links, die könnt ihr individuell festlegen, also dann zum Beispiel hier steht dann Menüpunkt 1, ja, führt dann zu dem und dem Link oder hier ganz unten Kategorien, wie wir es eben machen, und man kann die hier anklicken und dann fügst du sie zum Menü hinzufügen, ja, also ich mache das jetzt mal mit Karotten zum Menü hinzufügen. Und dann seht ihr, dass dieser Menüpunkt hier unten erscheint. Ihr könnt hier alle per Drag and Drop, könnt ihr die sortieren, wie ihr möchtet. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier unten Hauptmenü anklickt, bevor ihr auf Menü speichern geht, ja, so wie ich jetzt. Und wenn ihr zurück auf eure Seite geht, einen Refresh macht, dann seht ihr, zack, der Punkt Karotten ist als Menüpunkt Punkt jetzt oder Element aktiviert. Das nächste, was wir machen müssen, ist, dass wir festlegen, wo denn die ganzen Posts erscheinen. Also wenn ich jetzt hier einen Beitrag mache, dann seht ihr Hello World. Das ist immer der erste Beitrag bei WordPress. Der ist schon vorprogrammiert oder voreingestellt. Machen wir hier Test. Und ihr seht hier unten Kategorien. Das heißt, ihr könnt jetzt in eine von diesen Kategorien etwas posten. Ich mache jetzt mal Karotten. Gehe auf Veröffentlichen, gehe zurück auf meine Website, mache mal ein Refresh und ihr seht, Test ist jetzt auf meiner Startseite zu sehen und in der Kategorie Karotten. So, weiter geht's mit den Inhalten und dem Ändern unseres Seitentitels. Dazu gehen wir zurück in unser WordPress Backend, gehen auf Einstellungen, Allgemein und wie ihr seht, können wir hier unseren Seitentitel und Untertitel ändern. Und das mache ich jetzt auch mal. Und zwar erzähle ich jetzt gleich mal, warum ich das so mache. So, dann machen wir zum Beispiel so, also Kochrezepte Buch ist schon mal sehr gut, wenn du deinen eigenen Seitentitel oder Domainnamen und Seitentitel hast. Kochen nach Rezept ist einfach ein Search Phrase bei Google. Ihr wisst ja, im ersten Video habe ich euch gezeigt, in Part 1, dass die Nische Kochen, dass der Wettbewerb da sehr niedrig ist. Ja? Und das ist einfach gut für SEO, genauso wie neue Rezepte ist auch ein Search Phrase. Und einfach und schnell nachkochen, ja, werden wir sehen. Also ich werde euch dann ja die Analytics, die Daten noch zeigen, alles. Ich bin da vollkommen transparent. Und dann werdet ihr sehen, inwiefern das Effekt hat, ja, also Effekt hat. Und um das jetzt zu übernehmen, gehen wir hier unten auf Änderungen übernehmen. Gehen dann zurück auf unseren Blog, auf unsere Seite. Und wie ihr seht, das Ganze hat sich geändert. Es sieht zwar nicht sehr schön aus, aber wie gesagt, vertraut mir, das wird eurem SEO gut tun und nach einer Weile werdet ihr dann auch organische Suchanfragen erhalten oder die Leute landen auf eurer Seite durch organische Suchanfragen. Und das wollen wir ja dann auch letzten Endes, haben wir jetzt entschieden. Ne? Wir wollten es eigentlich nicht am Anfang, aber jetzt nehmen wir es doch mit rein. Das ist für euch, wie gesagt, on top nochmal. Damit ihr da ein bisschen mehr Einblick bekommt auch gleich, ja. So, als nächstes gehen wir zu Beiträge und erstellen den ersten Post, ja. So, ich habe da natürlich schon das Rezept geschrieben, also ich habe das Rezept auch selber geschrieben. Es ist zwar ein langer Seitentitel, ich weiß,
Wir werden hier unseren Permalink natürlich auch noch ändern. Das wird dann auch noch mit dem kleinen SEO-Tipp dabei sein. Wir können jetzt hier auch noch Kochen anhängen, aber das ist alles Schwachsinn. Das ist dann Keyword-Stuffing und das wollen wir nicht. Google mag das gar nicht. So, ich habe jetzt hier das Rezept. Das werde ich jetzt einfach mal copy-pasten. So. Dann werde ich noch ein Bild hinzufügen. Das ist das Bild, das ich gemacht habe von dem Rezept, von dem Gericht. Beziehungsweise nicht Datei auswählen. Ich habe es schon hochgeladen. Hier, genau. Ihr könnt jetzt das hier so ein bisschen anpassen, je nach Größe. Aber ich würde euch empfehlen, erstmal nichts zu machen. Ups. Erstmal nichts zu machen, also nichts zu ändern, sondern erstmal auf Veröffentlichen gehen und euch dann eure Seite anschauen, wie sie aussieht. Denn dann könnt ihr auch erst sehen, was formatiert werden muss, was nicht. So, ihr seht, es sieht noch gar nicht so schlecht aus. Ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also ich würde jetzt einfach nur noch diese Sachen fett machen, also dick, und dann passt es. So, ihr seht, ich habe die Titel jetzt angepasst, die sind fett gedruckt. Wir aktualisieren nochmal. Die Kategorie stimmt auch. Im Fleisch sollte das Ganze jetzt erscheinen. Also unter der Kategorie Fleisch, ja. So, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir User auf unsere Seite bringen. Und das machen wir mit Instagram. Das habe ich ja in Part 1 schon erklärt. Da hatte ich nur kurz mal erklärt, wie es funktioniert. Ich habe jetzt hier auch ein paar Comments hinzugefügt, wie ihr sehen könnt. Sowohl als auch Tags und Usernames. Denkt daran, Activity Speed auf Slow zu halten. Unsere Media Source ist Followers auf Usernames, also die Leute, die quasi den Usernames folgen, die ich unten eingetragen habe. Und jetzt drücken wir auf Start. So, jetzt werden wir in der nächsten Zeit sehen, wie wir Likes und Comments erhalten und auch die ersten User auf unsere Seite kommen. Ja, das Ganze wird dann hier zu sehen sein. Ich werde eine Statistik zusammenstellen. Das wird man im nächsten Video in Part 3 dann sehen, die ersten Ergebnisse. Es dauert ein bisschen jetzt, so ein, zwei Tage oder drei, bis eben die ersten User kommen. Und wenn euch das Video gefallen hat jetzt bis hier, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, beziehungsweise liked das Video auf Facebook, ich werde es dort auch hochladen. Ja, followt uns auf jeden Fall. Und ja, in Part 3 werdet ihr dann die Updates sehen und weitere Inhalte. Und ja, alles Weitere zählt euch dann in der Badio. Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Bis dann.